Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 8.12.2020. Es ist schon der 8. Dezember. Heute ist Dienstag. Heute war Sonja da. Wir waren eine Runde spazieren, circa eine Stunde. Mir war richtig kalt und ich habe seit heute Morgen Ohren- und Halsschmerzen, aber nur auf der Seite, was mich vermuten lässt, dass ich wieder mit den Zähnen geknirscht habe, weil ich dann immer Ohrenweh habe. Halsschmerzen zwar ja nicht, aber das kann natürlich auch dazu kommen, weil die Ohrenschmerzen ausstrahlen. Ja, es war richtig schön. Es war richtig kalt, aber richtig schön. Wir haben 7 Grad gehabt, circa. Jetzt am Abend nur noch 4, aber als wir weggegangen sind, hatten wir 7 Grad. Aber der Wind war ziemlich kalt. Und deswegen haben wir es nicht so lange ausgehalten. Aber eine Runde spazieren in der frischen Luft tut gut. Und jetzt haben wir meine Nägel abgepult. Wir werden am Donnerstag zum Nägel machen gefahren, um sie runterzugeben, die Acrylnägel. Aber Sonja hat probiert, sie runterzugeben, indem sie drunter gefahren ist. Hinten, weil sie hinten schon locker waren. Und wir haben alle 10 abbekommen. Dann habe ich jetzt Klebereste auf den Nägeln. Die müssen sich noch in den nächsten Tagen abtragen. Und meine Nägel sind halt extrem brüchig davon. Da haben sie noch gut 14 Tage zum Wachsen. Bis Weihnachten. Nicht mal mehr ganz 14 Tage, aber fast. Oder ja, 14 Tage und 2 Tage. 14 Tage und 2 Tage. Und ja, also haben wir sich die 5 Euro fürs Runtergeben auch gespart. Und jetzt müssen sie sich nur noch erholen. Sie sind nicht ganz kurz, aber sie sind halt extrem rau und brüchig. Und es fühlt sich unangenehm an. Aber naja, das ist das, was ich jedes Mal in Kauf nehmen muss, wenn ich mir Acrylnägel machen lasse. Wir hatten insgesamt einen schönen Tag, haben Kaffee getrunken und getratscht und waren zweimal draußen rauchen. Ich habe nicht geraucht. Heute war auch wieder was Schönes in den Adventkalender drin. Es stand nur auf einem Zettel. Irgendwas bleibt. Und die Überraschung war, dass Sonja die Gitarre mitgenommen hat und irgendwas bleibt vom Silbermond gespielt hat und dazu gesungen hat. Sonja hat nicht die beste Stimme, aber sie singt ganz gut. Und das war total süß von ihr. Konnten mir vorher auf den Zettel keinen Reim machen, aber als sie dann die Gitarre ausgepackt hat, wusste ich, was kommt. Und das war echt lieb von ihr. Ich habe mich so gefreut. Echt. Und das 24. Geschenk soll ich ja mit dir auspacken. Es was sehr Emotionales sein wird, hat sie gesagt. Ich kann mir darauf jetzt keinen Reim machen, aber mal gucken. Sonst war der Tag recht ruhig. Ich habe morgen wieder ein Vorstellungsgespräch mit einem jungen Mann, Daniel aus St. Pölten. Und bin gespannt, wie der so ist.
Die Dame, die sich vorgestellt hat, hat mir abgesagt, weil sie nur einmal in der Woche Zeit hatte und keinen für die Kinder hat. Und deswegen wird das nichts. Aber mal gucken, wie diese Dame ist. Sonst habe ich gestern mit Christoph telefoniert. Gestern, ja. Und mit Kerstin, ich habe gestern kein Video gemacht, weil ich schon sehr früh eingeschlafen bin. Und weil ich so müde war, dass ich nicht länger aufbleiben wollte. Und deswegen kam gestern kein Video. Aber ich habe mit Christoph und Kerstin telefoniert. Und es hat mir ganz gut getan. Wir haben über den Lockdown gesprochen und was sich so tut bei uns und auch mit Christoph über einiges, was bei mir so vorgeht und was bei ihm so vorgeht. Und es ist momentan eine schwierige Zeit, weil sehr viele Psychologen und Therapeuten neue Praxen eröffnen und das teilweise sehr unprofessionell und die kommen dann alle zu Christoph, weil der schon bekannt ist und ja. Es ist immer schwierig, wenn Konkurrenz auftaucht. Aber naja, davon lebt auch das Geschäft. Aber ja. Kerstin macht sich wegen Massentestungen Sorgen. Ich habe jetzt gehört, dass bis August jedes Monat Massentests gemacht werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es kann sein und ich glaube, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, weil es günstiger ist für für Österreich als weitere Lockdowns. Und ja, so ist es. Sonst kann ich euch heute nicht viel erzählen. Ich freue mich auf Weihnachten, ich bin richtig in Weihnachtsstimmung. Bin ich aber fast das ganze Jahr. Ich träume auch oft schon Weihnachten, auch im Hochsommer. Ich kann es kaum erwarten und freue mich einfach drauf. Und ich hoffe, es wird ein schönes Fest. Es geht nicht immer nur um die Geschenke und einfach das Zusammensein nach dem Lockdown und gutes Essen und ja, eine schöne Zeit mit der Familie zu haben, ist einfach so wertvoll. Wenn alle gesund sind, zumindest halbwegs, das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Gesundheit und Familie kann man mit Geld nicht aufwiegen. Und ich habe ja dieses Jahr 16 Geschenke für meine Familie. Jeder bekommt 2 bis 3. Und deswegen wird ganz schön was unterm Christbaum liegen. Aber es sind nur Kleinigkeiten, Aufmerksamkeiten. Weil ich finde, sie haben sich's verdient und mir geht's gar nicht so ums Geschenk kriegen, sondern ums Verschenken. Und dass jeder so eine Kleinigkeit bekommt und darüber sich freut. Und auch wenn ich jetzt viel über den Lockdown und den darüber
zurückgeschlagenen Handel gesprochen habe, was Weihnachtsgeschenke angeht. Aber ich finde, es geht an Weihnachten nicht nur um die Geschenke und ich bin auch alt genug, um das Wesen von Weihnachten besser zu verstehen, als dass es mir nur noch um Spielzeug sozusagen geht. Aus dem Alter bin ich draußen und natürlich freut man sich über eine Aufmerksamkeit, aber in mir macht das Beschenken immer mehr Spaß als das Geschenk kriegen. Und das meine ich ehrlich so. Ich wünsche euch jetzt noch eine besinnliche Weihnachtszeit. Es kommen sicher noch einige Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines. Ja.